Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, in der letzten Folge waren wir immer noch auf dem Weg zur Hauptstadt von Strata, aber dann ist das Unmögliche passiert. Wir wurden vom Rockkargon verschluckt. Ha, sind wir ein behämmerter Haufen. Warte ne Grütze. Egal, wir versuchen jetzt hier einen Weg hinauszufinden. Ich könnte ja mal hinterm Haus nachschauen, ob da irgendwas ist. Ha. Tatsache. Okay, gehen wir mal da ein. Ja, angeblich soll es in diesen Magen hier einige Parasiten geben, um die wir uns kümmern können. Um sozusagen den Rockergrund zu retten. Warum nicht? Ich meine, das Viech hat uns ja nur verschluckt und so und naja. Aber erstmal machen wir euch platt. Ja, wir müssen so Parasiten hier finden, die im Innern des Rockergrunds leben. Wenn wir das gemacht haben, dann Art, sag das doch gleich. Dann können wir hier raus. Oder den Rockerungen helfen. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Omelette gekocht. Fallenkralle, den. Ja. Ist, glaube ich, irgendeine Art, ne? Egal. Ich gehe mal hier gucken. Den Ausgang habe ich schon von Weitem gesehen. Und da ist erwähnter Parasit. Den müssen wir platt machen mit A-Arzt. Ist ja nur betonen. Wahrscheinlich macht uns der hiesige Boss dieses Dungeons fertig. Aber naja, ich werde trotzdem den Schwierigkeitsgrad nicht hochstellen, weil er läuft jetzt gerade so gut. Oh Gott. Oh. Und ja, kaum greift der Gegner einmal an, sind wir tot. Wie man sieht, offensichtlich. Oh. Da hat doch jemand die Show gestehlt. So, wie viele haben wir jetzt? Wie viele brauchen wir noch? Sieht auch irgendwie aus wie hier dieses Schiff von Dragon Ball Z, dem man zum Namek geflogen ist. Oh Gott. Au, au. Oder? Sieht aus wie diese Schiffe, ne? Mit dem Krillin, Son Gohan und Bulma nach Namek geflogen sind. Möchte nur mal betonen, dass ich ein bisschen Ahnung davon habe. Ein bisschen viel. Schau mal ein Kind, okay? Bin ich immer noch. Ja, bist du Pascal? Weiter im Text. Ich möchte nur mal betonen. So, hier kommen wir weiter. Oder? Ja. Hallöchen, Truhe. Buch des Vorrechts. Dieses Zauberbuch gewährt bei Kampfbeginn einen Bonus-SK. Hohe Elf-Verbrauch, aber hilfreich. Ja. Naja, ich weiß ja nicht so. Warte ich lieber, bis ich so von Natur aus welche dazu bekomme. Also SK. Hey, nein, da kann man nicht. Au, au. Okay, nicht so viel. Au, au, au. So, die linke Seite haben wir abgegrast oder auch nicht. Wir können noch nach rechts, ne? Hier, warte. Gehen wir mal hier lang. Na, sie juckt. So. Warum geht hier alles kaputt? Was soll das denn? Hier geblieben. Boah, ich hasse so sehr Sterne, ey. Die werden noch richtig nervig. Später im Spiel. Aber dazu erst später. Was? Erstmal jetzt. Stampy. Omelette gekocht. Überleben erlernt und Feuerblumen Adeptentitel. Ja, jetzt levelt sie ihre A-Arts auf. Ja, das ist ein Speicherpunkt, das ist gut. Okay, kommen wir da unten jetzt hin, wo wir letztens entlang gegangen sind. Jetzt haben die alle. Oh Gott, ich habe mir letztens irgendwie mal ein Video angesehen von Tales of Graces und da habe ich irgendwie gesehen, in so ein. Naja, in so einem späteren Boss hat jemand irgendwie
die Dauer des Elfschub irgendwie auf 24 Sekunden oder auf 30 Sekunden irgendwie so hochgeschraubt. Habe ich auch gefragt, wie geht das denn? Wie viele Sekunden habe ich jetzt? 7, 8, wenn überhaupt. Wie hat er es geschafft, irgendwie auf 30 Sekunden ja den Elfschub zu erhöhen? Muss ich auch mal irgendwann versuchen. Das interessiert mich doch schon. Okay, Sapphire Reach. Die zweite Mystikart von Pascal. Denk mal wechseln. Was haben wir jetzt noch? Irgendwelche neuen Arts, weil mittlerweile hat sie keine mehr. Keine E-Arts. Level hoch gleich FP mal nein. Was haben wir noch? Hier, hübscher Hipster. Smartschlag. Ey, nochmal Mystikart. Ja, dazu mehr irgendwann. Grim Silphi. Ja, das ist auch gut. Blutflamme, das ist auch eine sehr gute Technik. Art meine ich. Hier gibt es keine Technik, hier gibt es nur Arts. Erfahrung braucht sie im Moment nicht. Deswegen kann sie was anderes. Mein Gott, meine Nase juckt. Was haben wir hier noch? Objekt Wartezeit. Ich weiß nicht, ob das hier bei allen Charakteren stackt oder wird nur für den Charakter, der das Item hier einsetzt, auch gilt. Deswegen tue ich es nicht ausrüsten. Ja. Was soll ich hier ausrüsten? Das ist spannend, ne? ja, machen wir das. Du hast Frostbrecher. Okay, 750. So, ey! Boah! War ein Hitzkopf. Au. Sie sehen schon, die haben irgendwas Provozierendes an sich. Aua, ist gut. Gut, Mann! Ah, ich kann keine Seitwärtsschritte machen. Das ist wunderbar. Anfällig gegen Arzt, sagt er doch gleich! Au. Nein, ich will. Nein, geht weg. Aua. Ja, frisst das. Au. Boah, SK plus 10. Geil. Hört mal auf damit! Wer mag das Bier auszufordern? Für Titel habe ich ihn ausgerüstet. Flitzen nach Wächter, okay. Und da ist schon wieder direkt das Viech neu. Was? Okay. Wir hätten so oder so dahin kommen können, das ist gut. Was ist das da hinten? Ach, hier waren wir schon, genau. Wieso gehe ich denn dann noch weiter? Wie komme ich da hinten zur Truhe? Das Wasser, das da auf dem Weg runterfließt. Wie kann ich das so machen, dass es nicht so soll werden, Dingens? Hä? Erstmal weg hier. Und wehe, du gehst auf mich los. So. Hallo, Entdeckung. Ein Riesenei. Hey, guck mal, da steht Espel neben dem Bild. Anstachelung. Guck mal, ich bin auf dem Bild. Oh. We have Hubert helping us out too. See? Oh, that's Hubert's good luck charm. Our luck may be starting to come around, thanks to this Rockagong not being such a picky eater. See? I told you, Sophie. Not being picky is a good thing. Okay, I'll try. But how does it not being picky help us? The shell of this egg hasn't deteriorated. It means it's strong enough to survive the acid here. It won't be digested, so I'm sure the creature will pass it sooner or later. I get it. We just burrow into the egg and wait for the Rockagong to eject us. And since we're not crawling out the butt, even Sharia should stop. That's gross. You're so very gross. But you just told me not to be picky. Look, we don't have time to wait around for this thing to pass an egg. Let's try to find another way. Ich stell mir immer vor, wie groß so ein Haufen dann sein müsste. So. Oh, hi! Fällt mir gerade ein, ihr fehlt noch irgendwo ein Skit. Du bist anfällig gegen Arzt, ne? Wenn ich mich nicht irre.
Also komm her. Na, ist ja auch gut. Schönes Wetter draußen, ne? Angenehm mild für diese Jahreszeit. Ach ja, ich vergaß, du bist in einem Magen. Du hast keine Ahnung vom Wetter da draußen. Ja, wer wagt es mich herauszufordern? Emissionslinie, Meisterin. Das heißt, Emissionslinie können wir abschalten. Falls das abschaltbar ist. Warte. Ja, habe ich mir gedacht, hier diese vier sind immer an, weil irgendwelche Kombos müssen ja machen. Sag ich mich mal kurz zurück. Ich habe irgendwo eine Entdeckung verpasst, wenn ich mich nicht irre. Aua! Aua! Irgendwo habe ich eine Entdeckung verpasst. Ich weiß jetzt nicht, wo. Wie komme ich nochmal hin? Wenn wir nochmal genau zurück müssen, glaube ich. Außerdem ist da hinten noch dieser Fluss. Irgendwie muss ich ja da in die Schatztruhe kommen. Deswegen habe ich hier irgendwas übersehen. Da kann ich mich noch genau dran erinnern. Da. Aha, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Na, Entdeckung. Goldenes Lächeln. Das will keiner wissen. Was denn nicht? This is interesting. Captain, do you know something about this? I once heard an old story. They say a great merchant who used to rule this land lost everything he owned in a single night sandstorm. And you think this statue is his? I thought it was just an ancient legend, but this statue seems real enough. Perhaps the Rockagong's stomach holds a mountain of treasure. Wait, can that really be true? Yes, it's certainly possible. Oh, wow. But there's a good chance the Rockagong was all brat and just crapped it back out. I can't take this anymore. Pascal. What? You can be so oblivious. Okay. Ja, für Cherry ist das hier die Hölle auf Erden. Ja, okay. Dann. Ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Jetzt noch weiter nach unten. Hier sieht man schon wieder irgendwie was. Deswegen denke ich, da kann man auch noch irgendwie was holen. Ja, weiter runter. Immer weiter nach unten. Jetzt sind wir ganz am Anfang. Das sollte eigentlich nicht sein. Dann frage ich mich, wie man an diese Schatztruhe mal hinkommt. Oder ist das einfach so banal, dass wir da einfach am Haus vorbei müssen? Das ist wahrscheinlich so, ne? Oh mein Gott. Ein Mozilla Firefox Kristall. Die sehen echt so aus, finde ich. Und ihr auch. Jetzt wisst ihr es. Ich habe euch die Augen geöffnet. So, dann gehen wir nochmal Pipi machen und kurz übernachten. Im Magen eines riesigen Monsters. Möchte ich nochmal betonen. Und dann gehen wir mal weiter. Da lang. Jopp, das ist richtig. Hier ist so ruhig. Zum Glück bin ja ich da. Hey. Oh, ach so. Ich dachte, im Wasser bewegte sich irgendwas. Hat mir ein bisschen Angst eingejagt. So, gleiche Wellenlänge. Noch mehr Skits. Hey, so what happens if we toot the Rockagong's flute from inside it? Pascal! Wow, this flute is pretty intense. You just don't listen to other people, do you? What you think happened to the guy who owned this flute? He must be dead, yeah? Hey, stop it! I wonder if his corpse is still kicking around in here. Seriously, stop! Look at that wall! It's like a human face! His lips are moving. It seems like he's trying to say something. Hmm? Like... someone's name? Sharia? Oh, wowzers! Her voice hit the same frequency as the flute! Anyway, what's up, Sophie?
I just wanted to tell Sharia that I'm hungry. Egal. Auf zum Hintern. Ich meine, weiter. Ich speichere mal hier, weil man kann ja nie wissen, wann irgendwer kommt, um uns das Leben schwer zu machen. Ich weiß es ganz bestimmt nicht, weil ich das Spiel natürlich noch nie gespielt habe. Das war eine totale Lüge. Natürlich habe ich das Spiel schon mal gespielt. Deswegen weiß ich, dass jetzt irgendwas kommt, um uns das Leben schwer zu machen. Ist das der Po? How long until we get out of here? I wonder. Maybe we'll be stuck here for the rest of our lives. Once again, you sound excited by something horrible. Oh, it's not so bad. We just make a family. You could be the mom, and Asbel could be the dad. And then Sophie and I could be sisters or whatever. Ta-da! The Rockagong family! Oh my gosh, this is the greatest idea ever! What about the captain? The captain? Yeah. He could be grandpa, I guess? Pascal! Calm down, angry guy! I'm just joking and stuff! No, behind you! Oh mein Gott! Es ist noch größerer Parasit! So, egal was es ist, wir machen jetzt platt 13.000. Ach ja, stimmt, okay. Ne, warte mal, das ist ja viel. Die einen hatten nur 2.000 oder irgendwie sowas, ne? Da ist doch 15.000 ein bisschen viel. Aber egal, mach mal platt. So anfällig gegen Art? Zufällig? Na? Oh Gott. Na? Oh Gott. Ich weiß auch, die können einem das Leben schwer machen. Vor allem, wenn wir jetzt... Wenn die jetzt im Elf-Schub sind. Au. Au, au, au. Wow, oh Gott, Hilfe. Au, au, Hilfe, Hilfe. Ja, die spammen. Oh. Hilf mir einer. Hilf mir einer und Chef zurück. Hallo? Ja. Au. Oh Gott. Ja. Okay, Chef, ja, gut. Ist gut. Das ist schon mal richtig gut, ne? Pascal, halt dich mal. Wir bringen jetzt die Angriffe nicht. Seid ihr anfällig gegen Arzt vielleicht? Ja. Ne, der Schwierigkeitsgrad ist schon gut. Ist schon gut. Aua. Ich bin mir ziemlich sicher, der ist schon hoch genug. Oh Gott. Boah, irgendwie zieht da gar nichts ab. Warte mal, ich hab mal da. Aha! Ich wollte da raus. Ich wollte da rausdüsen aus dem verdammten Angriff. Ich muss. Nein! Okay, ist auch gut. Er hat dann einige getötet. Oh Gott. Wir sind gerade in einer richtig blöden Position. Ja. Hilfe. Ja, da ist schon wieder ein Dingens. Da ist schon wieder ein Elfschub. Oh, zum Glück sind sie alle auf mich. Warum geht er denn auf mich los? Ah! Ah! Hilfe!
Schau, du kannst ruhig einige wiederbeleben, wenn du wirklich, so Bock hast. Aua. Ist gut, Mann. Wie die mich hier voll spammen. Kann ich mal einer von euch sterben, wenn ihr Bock hättet? Boah, wie ich hier nur am Ausweichen bin. So, hol mal jemand Espel wieder. Den brauche ich. Mein Gott. Ja. Mann, dass der Kampf noch so nervt. Ist ne, oh nein. Oh, 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 oh. Heilung, bitte. Ja, kriegen wir schon. Mein Gott. Geh so weg. Oh Gott, wir haben es geschafft. Jawohl. Das war sehr viel nerviger, als ich es mir gedacht hatte. Und wir haben Zeugs gelernt. I think we did it. That solves our parasite problem, but we still haven't found an exit. We're running out of time. We have to deliver the letter. Your charm broke. Yeah. There's some kind of powder spilling out. Oh, let me see. Let me see. Shoo! It's pepper. Who puts pepper in a good luck charm? We're shaking. Wait. This might no shit. Look out! Aha. Wir haben jetzt aus den Hintern rausgenießt. Das war krass. Do you think it's because of the pepper? Hubert's charm was luckier than we thought. But why did he give us something filled with pepper? Maybe he knew he'd be swallowed by a giant monster. Although that seems kind of unlikely. What does it all mean? Asbel, where's the Rakugan? Hey, that's right. Where did it go? It seems to have fled the area. The high road is open once more. On behalf of Strada, I thank you. But tell me, what exactly did you do? The Rakugan was infected with parasites, so we cleared them out. And then we were looking for an exit when... That looks like a Kreas charm. Wait, that's right. I remember now. I gave this to Hubert a long time ago. I wanted to fill it with granulated Kreas, but I couldn't find any. So I had to use pepper. I can't believe he hung on to the old thing this whole time. They say Kreas charms protect their bearers. Apparently, they even work without the Kreas. Anyway, I think the Rakugan has returned to its peaceful ways. Had you not stepped in... Well, I hesitate to think what we might have been forced to do. You won't hurt it? Don't worry. It's perfectly safe now. Now, wenn er uns nicht gerade verschluckt. Why are you going to the capital? We're trying to extract my brother from a difficult situation. To do so, we have to meet with someone in the capital. I see. Well then, I wish you luck. Perhaps we will meet again someday. For now, farewell. Well, the high road's open again. Let's head for the capital. Ja. Wir haben ja die ganze Zeit nichts anderes gemacht. Auf zur Hauptstadt. Immer noch. Na gut, ja, das war natürlich ein komisches Filler-Abenteuer, sag ich jetzt mal. Aber das haben wir natürlich auch bestanden. Und wir sind wieder zurück auf dem Weg zur Hauptstadt. Bloß ein Tourist. Is there something wrong, Captain?
I don't know. You didn't sense anything off about that man we just met? Er war würdevoll. He seemed like a typical middle-aged tourist to me. You sure you're not just overthinking this? I hope not. Okay. Was hat das zu bedeuten? Egal. Wenn ich mich nicht irre, dann ist die Hauptstadt nicht mehr sehr weit. Da ist ein Speicherpunkt, das ist doch perfekt. Und da hinten glitzert was, das muss ich unbedingt haben. Könnte Ruhm und Ehre vergraben sein. Oder eine Muschelschale. Close enough. So, ich möchte Speichern. Gut. Wir haben wieder unser Limit erreicht. Und deswegen würde ich jetzt sagen, mal so ganz spontan, dass ich den Part beende und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.